So, hier hätten wir auch alles soweit. Hier sieht schön aus. Ja, okay. Egal, sieht ein bisschen leer aus, aber den Fernseher brauchen wir noch. Elektrische Ausrüstung. So, was nehmen wir wohl? Komm, wir nehmen den. Nein. Auch kein Monitor. So. Wollte schon sagen, was war denn das? Ein Subwoofer. Fernseher, kommt so einer. Hier passen. Bisschen so. Damit die hier auch gucken können. So, schauen wir mal, was will der Typ genau noch hier? Der ist ja der moderne Sachen mag er. Dank der Sauna gibt es einen Platz, um sich mit den Freunden zu treffen. Ja, okay. Ja, okay. Aber im Grunde gibt es hier, abgesehen jetzt vom Arbeitszimmer, nicht mehr viel, was Arbeitszimmer, Garage, Entschuldigung. Abgesehen von der Garage nicht mehr viel, was ich machen kann. Hier wäre auch soweit. Da würde ich sagen, lass mal hier in die Garage gehen und hier so kleinen Tisch hinstellen oder sowas. Möbel, Büro? Nee. Nee, Lagermöglichkeiten. Gäbe es jetzt nur den, aber nee, hier gibt es auch keine Lagermöglichkeiten. Wohnzimmer vielleicht. Regale. Nee, das ist mir zu metallisch für hier. Wir sind auf Regale, ja, sorry. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Da, Garagenregal. So, packen wir hier hin. Eins und zwei. Dann können wir hier auch wieder so einen Tisch hinstellen. Tische. Garagentisch. Gibt es hier sowas? Also ich scheine hier jetzt erstmal noch nichts zu sehen in der Richtung. Geben wir hier mal ein Garage. Stahlregal für die Garage. Alle Ergebnisse anzeigen. Tisch. Irgendwie nicht. Also ich sehe hier noch nichts.
sowas wäre was für ein Kinderzimmer auf jeden Fall. Aber so ein Garagentisch oder sowas irgendwie sehe ich hier noch nicht. Hä? Hä? Ich will. Hier komme ich jetzt da drauf, aber. Hä? Nee. Ich will das hier. Dann lassen wir das mal. Suchen wir uns was anderes. Beine schwarz und kommt dunkel. Glas. Ah, das ist ein Glastisch. Brauchen wir nicht. Da ist hier auch Glas. Brauchen wir auch nicht. Das eine war ja optimal, aber der hat irgendwie mich in Gartenmenü da gesteckt. Was ich schade fand. Wäre optimal gewesen. Jetzt haben wir auch alle durch. Vielleicht, wenn wir jetzt da noch mal hochgehen, kommen wir dran. Ansonsten würde ich vielleicht den hier nehmen. Oder kommen wir nehmen den. Ah, das Logo gefällt mir nicht. Also für so einen Garagentisch. Werkzeugtisch oder sowas. So, kommen wir jetzt dran? Nein, immer noch nicht. Bisette heißt das Ding. Bisette Tisch. Was ist denn damit? Rechtsklick komme ich auch. Ne, Couchtisch wollen wir nicht. Auch nicht. In groß. Eine, ne, das ist ein Glastisch. Auch Couchtisch wollen wir nicht. Finden wir nicht irgendwie das, was ich suche, was ich haben will. Tisch Alu. Tisch Fibus. Mit Sperrholz gibt's das nicht, ne? Ja, komm, dann scheißen wir drauf und nehmen einfach den. So. Ja. Dann nehmen wir einfach das. So. Zubehör, Spezial, ne, Werkzeug. Werkzeugtafel. So. Ja. Dann brauchen wir noch sowas. Sowas wäre auch nicht schlecht. Dann drüber hier für Säge.
Was haben wir noch für Dinger? Sowas wäre gut. Ja. Komm, und dann nehmen wir noch einen leeren. Hier. Dann nehmen wir das Ding noch. Einfach so platzieren wir dahin. Ja, komm, oder machen wir so. Liegt ein bisschen so rum. Komm, packen wir da so hin. Und das hier daneben. Jo, komm. So. Dann so eine Zange. Liegt da so rum. So eine Flipper-Bohrmaschine. Packen wir hier hin. Und die Kettensäge kommt hier. So. Spezialobjekte. Was ist denn das genau? Wofür ist denn das? Habe ich keine Ahnung. Ja, aber im Grunde. Was gibt's hier? Survival. Gummistiefel. Komm, die packen wir hier hin oder nicht? Packen wir da dahin. Komm, für den Fall kann man hier eine Gasmaske platzieren. So. Panzertür, Wasserbehälter, Paket, Box, Kanister. Kanister, der wird hier auch gut gebraucht. Packen wir dahin. Sonst Plastikfass, Gasflasche, Kappe, Nudeln. Im Grunde braucht man hier auch nichts. Ja. Komm, nehmen wir ein Radio, so ein altes. Komm, nehmen wir auch in diesem, ne, in Sandfarben und das hier kommt in so ein Schwarz. So, stellen wir da hin. Musik einschalten. Da habe ich ein bisschen Angst jetzt vor, wegen Lizenzen und so weiter hier. Ich weiß jetzt nicht, was da für Musik gibt's hier. Komm, wir machen mal. Okay, ist nur so ein Rauschen. Dann schalten wir aus, okay. Boah, dann habe ich noch Glück gehabt, ey. Aber im Grunde sind wir hier fertig. Wenn wir hier auch wieder rausgehen. Und die Familie ist immer noch diejenige, die das haben will. Komm, wir versteigern das Haus. Und mal schauen, was wir kriegen. Ja, geht schon besser. Ja,
Wir verhandeln nochmal. Wir wollen da ein bisschen mehr. So sagen wir mal um die 3200. Ja, komm, sagen wir das. Nice, dann kriegen wir 30 wieder. Und annehmen. Ist auch schon nice, wie es zu vorher mittlerweile aussieht. Ja. Gemähter Rasen ist auch schön. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes irgendwie mal einen kleinen Auftrag oder sowas. Hier wieder. Marco Zanardi, die Wohnbunker. Wohnbunker? Letzte Woche hat meine teuerste und wundervolle Frau beschlossen, dass meine Schwiegermutter bei uns einzieht. Ich habe beschlossen, dass für die geliebte Schwiegermutter eine kalte Konstruktion aus Metall am besten sein wird. Am besten auch unter der Erde. Kurz gesagt, ich möchte sie im Bunker unterbringen. Das alles ist natürlich nur zu ihrer Sicherheit. Wie sollte es auch anders sein? Damit es aber auch dazu kommt, muss sie ein Minimum zum Leben haben. Ein Bett, ein Badezimmer, eine Küche. Und wenn ich Minimum sage, dann meine ich das auch. Übertreibe nicht, es muss nicht besonders gemütlich werden. Ich hoffe nämlich, dass sie nicht lange bleiben möchte. Es wäre gut, wenn es dort auch einige Sachen geben würde, um eine Katastrophe zu überstehen. So könnte ich meine Frau eher davon überzeugen, dass es um die Sicherheit ihrer Mutter geht. Unterschrieben von einem, der auf den Auszug der lieben Schwiegermutter wartet. Nice. Ja. Oh. Sieht auch krass aus, der Bunker hier. So, es kommt mir aber vor, als. So, wo geht's überhaupt zum Bunker? Hört ihr das? Das ist nicht der Bunker. Garten müssen wir nichts machen. Das ist interessant gemacht worden. Das ist gut gemacht. Das gefällt mir so, aber nur ein bisschen doof, dass man für den Kühlschrank einmal so außen rum und dann hier ein, jetzt hier ein Bunker. Ja, hier geht's ein Bunker. Da haben wir schon mal Stiefel. Ja, hier sind wieder Kakerlaken, natürlich. So. Boah, liegt hier viel Müll rum. Das kann man alles noch gebrauchen. So. Sauber, komm, machen wir die erstmal weg. So, ich sehe hier jetzt irgendwie nichts mehr. Ein Kakerlaken. Doch, da. Komm. Haben wir das Nest jetzt ausgeschaltet? Ja. Hier gibt es keine mehr. So, den Müll noch weg. Da oben ist auch noch was. Nee, das nicht. Aber hier ist noch irgendwo irgendwas. Ah, der Stuhl ge gehört auch dazu. Okay, die Zeitung noch. So, dann einmal so sauber machen. So, hier sind noch Spinnnetze. Hier ist irgendwo noch Dreck.
Irgendwo, da oben war es, ja. Da ist noch ein Spinnennetz. Ah, und hier. Und was haben wir hier noch? Ja. Notfallbadezimmer. Hier geht es auch noch mal raus. Ah, okay. So. Jetzt könnte ich rein theoretisch Auftrag beenden. Ah, hier kommt man am Garten raus. Im Garten kommt man hier raus, okay. Ist auch gut versteckt, finde ich. So. Ups. Was war denn das? Ja, dann gehen wir noch mal rein. Wo war denn die Garage? Hier. So. Wir fangen hiermit an. So, Toilette, Dusche, Waschbecken. Mehr brauchen wir nicht. Toilette. Da nehmen wir ein Standardding. Kommt hier hin. Dann hier Dusche. Einmal aufdrehen. So, Dusche. Hoppla. So. Einbaudusche. Günstigste von allen. Der will ja nichts Teures. Und wenn, umso mehr wir seinen Wunsch da erfüllen, ich glaube, umso mehr zahlt er uns auch. So. Und hier jetzt noch ein Waschbecken. So, Waschbecken. Will auch das billigste von allen. Die sind weiter unten immer. Ein Waschbecken. So, mehr müssen wir nicht machen hier. Optimal, dann machen wir hier zu. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Nö, hier ist sauber. Machen wir zu. Gegenstand kaufen. So, Stromturbine. Packen wir da hinten hin. Ah, hier. Hier geht's. Okay. Ich würde sagen, wir sortieren den ganzen Mist hier mal. Hoppla. Weg damit. Das ist absolut Chaos hier. Ah, den können wir direkt hier nehmen. So. Glaube ich, wie das hier auch alles einfach nur so rumliegt. Das absolute Chaos hier, ey. So, können wir das jetzt irgendwie nicht, ne? Muss ich den ganzen Zeug da auch noch erstmal runternehmen? Boah. Ich
frag mich, wie hatte Gronkh damals die Geduld gehabt, das hier zu machen? Die ganze Ordnung hier, das Sortieren. Okay. Ich glaube, am meisten Sinn wäre es, wenn... Wenn die Regale und so weiter von hier darüber gehen. Aber diese Küchenschrank mit Spülbecken und so weiter hier, von hier anfängt und dann darüber geht. Weißt du was? Ich pack den erstmal hier hin. Oh Gott, da ist ja so viel. Wir nehmen das hier auch nochmal, packen das da hin erstmal. Und das hier hin. Oh, gibt alles um. Erstmal an die Seite damit. Oh, das ist so viel. Aufeinander stapeln geht auch nicht. Erstmal vernünftig hinstellen. Der ist in den Boden reingeglitscht. Oh, das wird... Das wird ein Jahrhundertprojekt hier. Ich habe gedacht, das wird eine kleine Aufgabe. Aber das sind so viele Sachen. Und ich kann die nicht einfach mal so verkaufen, ne? Nee, kann ich nicht. Das wäre auch zu schön, wenn das so einfach gehen würde. Yo. Irgendwo dazwischen noch Platz. Da. Ja, und dann darf ich das Ganze nachher noch in die Regale sortieren, ey. Oh. Was habe ich mir da angetan? Und ich hätte es eigentlich wissen müssen, da ich das Let's Play von Gronkh damals auch noch mir reingezogen hatte, was dieses Spiel angeht. Oder was ein Let's Test, weiß ich jetzt nicht mehr. So, okay, hier liegt jetzt nichts mehr rum. Küchenschrank. Ja, das wird wohl passen. Den machen wir erstmal dahin. Und Küchenschrank mit zwei Türen. Nehmen wir genauso, wie es ist. Packen wir hier hin. So, den stellen wir dann genau da dran. So. Schrank mit hängenden Regalen kommt hier neben und aber so passt. Muss ja jetzt nicht perfekt sein. Etagenbett, sagen wir, kommt hier hin. Ja, dann Cerankochfeld. Jo. Einfacher Tisch.
Kommt dahin. Jupp, so. Und zwei Stühle. Eins und zwei. So. Jetzt müssen wir aber den Mist hier noch sortieren. Komm, die Wasserflaschen packen wir mal hier hin. Eins. Zwei. Da haben wir noch eine. Drei. Mehr Wasser sehe ich jetzt nicht. Aber den können wir... Nee, können wir da nicht. Was habe ich mir angetan? Ich würde sagen, wir fangen hier an. Das erstmal machen wir hier ein bisschen Platz. Schauen wir mal, ob das da überhaupt hinpasst. Dass wir das so hin. Ja, das passt so da. Komm, passt. So, dann würde ich hier die ganzen Konserven hinpacken. Hier kommen die Tomatendosen hin. Hier haben wir nochmal Tomate. Was ist das? Ja, die kommen auch hier hin. Die roten Dosen. Ja, die kommen hier hin. So. Da haben wir noch eine rote Dose Tomate. So. Da haben wir noch eine Dose. Was ist das? Auch Tomate. Da haben wir noch eine. Das ist eine Bohne. Ich glaube, dass es Bohnen sind. Die gelben Dosen packen wir mal dazwischen. So, da haben wir noch. Und da haben wir noch eine.